Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Annika. Heute erwartet dich ein circa 20-minütiger Stretching-Flow, bei dem wir den Fokus auf Flexibilität legen. Wir werden den gesamten Körper mobilisieren und dehnen und das Ziel ist es, dass du deinen vielleicht etwas müden und verspannten Muskeln etwas Gutes tun kannst. Alles, was du brauchst, sind etwas Zeit für dich, deine Matte und dich selbst. Ich wünsche dir viel Spaß. Setz dich bequem und aufrecht hin und schließe kurz die Augen. Nimm hier drei tiefe, volle Atemzüge und komm ganz in Ruhe auf deiner Matte an. Entspanne dein Gesicht. Diese nächsten 20 Minuten gehören nur dir. Öffne deine Augen und lass den rechten Arm über die Seite aufsteigen und weit nach links ziehen. Dehne die rechte Flanke. Lass beide Sitzbeinknochen am Boden. Lass den Arm wieder sinken und lass den linken Arm über den Kopf hinweg nach rechts ziehen. Dehne die linke Seite. Lass den linken Arm wieder sinken. Lass beide Arme über die Seite aufsteigen. Mit der Ausatmung dreh den Oberkörper nach rechts. Leg deine linke Hand auf dein rechtes Bein. Deine rechte Hand ist hinter dir. Bleib ganz aufrecht sitzen dabei. Hab das Gefühl, dein Scheitel zieht dich nach oben. Lass die Arme wieder aufsteigen und dreh dich nach links. Setz den rechten Arm an dein linkes Bein. Dein linker Arm ist hinter dir. Schraube den Oberkörper nach links. Zieh den Bauchnabel sanft nach innen. Lass die Arme dann wieder aufsteigen. Dreh dich nach vorne. Setz die Fingerspitzen etwas hinter dir ab. Mit der Einatmung schiebe deinen Brustkorb nach vorne. Deine Schulterblätter streben zueinander. Und mit der Ausatmung runde den Rücken und schließe die Arme vor deinem Körper. Setz die Fingerspitzen wieder hinter dir ab, atme ein, schieb das Brustbein sanft nach vorne, die Schulterblätter zueinander. Atme aus, runde den Rücken, bring die Arme vor dich. Öffne die Arme wieder und lass sie dann sinken. Setz deine Füße dann vor dir auf, etwas weiter als hüftbreit geöffnet, die Hände hinter dir am Boden, flexe deine Füße und lass deine Knie nach rechts sinken. Schau, dass jetzt beide Beine in einem 90-Grad-Winkel liegen. Hebe jetzt erst dein linkes Knie, lass dein rechtes Knie folgen und drehe beide Beine nach links. Dreh sie wieder zurück nach rechts, der Oberkörper bleibt nach vorne ausgerichtet. Halte deine Füße geflext und drehe deinen Oberschenkel ganz bewusst im Hüftgelenk ein und aus. Und mobilisiere die Hüfte. Dreh die Beine noch einmal nach rechts. Dreh deinen Oberkörper jetzt ebenfalls nach rechts. Richte dich auf. Und lass dich wie in einer Wellenbewegung nach vorne sinken und richte den Oberkörper wieder auf. Dreh die Beine nach links. Der Oberkörper folgt nach links. Richte dich auf. Lass dich mit möglichst langem Oberkörper nach vorne sinken und richte dich dann wieder auf. Dreh die Beine nacheinander wieder nach rechts. Folge mit dem Oberkörper. Setz dich aufrecht hin, lass den Oberkörper lang nach vorne sinken und bleibe hier für ein paar Atemzüge. Wenn du möchtest, dann umfasse mit deiner linken Hand deine rechte Fußsohle. Atme tief und voll, drück deine rechte Hand sanft in den Boden, sodass dein Oberkörper nicht nach rechts sinkt. Richte den Oberkörper wieder auf, dreh dich nach links. Beide Beine in einem 90-Grad-Winkel. Richte dich hier ein und lass den Oberkörper lang nach vorne sinken, über dein linkes Bein. Deine rechte Hand an deiner linken Fußsohle. Beide Füße geflext. Dehne deine linke Hüfte. Und richte den Oberkörper wieder auf. Dreh dich nach vorne.
Zieh die Beine unter dich, komm in einen Fersensitz. Setz deine linke Hand neben dir auf, streck dein rechtes Bein lang zur Seite aus und lass den rechten Arm über den Kopf hinwegziehen nach links. Streck die rechte Seite lang. Heb dann dein rechtes Bein gestreckt ab, winkel es an und umfasse mit deiner rechten Hand dein rechtes Fußgelenk. Zieh es langsam Richtung Po heran. Zieh dabei den Bauchnabel sanft nach innen und dehne deinen rechten Oberschenkel. Bleibe entweder hier. Wenn du möchtest, dann drücke mit deinem rechten Fuß in deine rechte Hand und spanne dich wie einen Bogen auf. Schieb dein Brustbein nach vorne. Dein ganzer Oberkörper bis in deine rechte Fußspitze ist in einem langen, kraftvollen Bogen aufgespannt. Atme ruhig und voll dabei. Löse die Dehnung langsam wieder. Streck dein rechtes Bein wieder lang aus, setz den Fuß zurück auf die Matte und richte den Oberkörper auf. Dreh deine rechte Fußspitze jetzt um ungefähr 90 Grad nach rechts. Lass deine Hüfte langsam und kontrolliert Richtung rechte Ferse sinken und pulsiere so ein paar Mal auf und ab. Hab das Gefühl, deine Beine ziehen aufeinander zu. Deine Beine sind aktiv, dein Po ist aktiv. Wir mobilisieren hier die Hüfte. Lass deine Hüfte jetzt noch zweimal Richtung Ferse sinken. Geh langsam in diese Dehnung hinein. Sinke noch einmal nach unten. Komm wieder nach oben und setz deine Hände vor dir am Boden ab. Streck dein rechtes Bein zur Seite aus, flexe den rechten Fuß. Hebe und senke jetzt langsam dein Becken. Schieb dabei deine Sitzbeinknochen nach hinten Richtung linke Ferse. Dein rechter Fuß ist geflext. Setze entweder deine rechte Fußsohle am Boden ab oder komm auf deine rechte Fußinnenkante. Komm jetzt zur Ruhe in dieser Dehnung. Wir wollen hier die Adduktoren, die Innenseite vom rechten Oberschenkel dehnen. Justiere etwas vor und zurück und schau, wo du die beste Position für dich findest. Drück dich dann langsam wieder nach oben, schließ das rechte Bein zum linken und wir wechseln die Seite. Setz die rechte Hand am Boden ab, streck das linke Bein lang aus und lass den linken Arm über den Kopf hinweg nach rechts ziehen. Heb dein linkes Bein dann langgestreckt ab, winkel es an, umfasse mit deiner linken Hand deinen linken Fuß und zieh die Ferse langsam Richtung Po heran. Zieh den Bauchnabel nach innen, schieb die Hüfte sanft nach vorne, dehne deinen linken Oberschenkel. Bleibe entweder hier oder drücke mit deinem linken Fuß in deine linke Hand hinein und spanne dich in einem langen Bogen auf. Halte deinen Bauchnabel nach innen gezogen. Dein ganzer Körper ist aktiv in dieser Position. Drück die rechte Hand in den Boden. Öffne dich nach vorne. Löse die Dehnung dann langsam wieder. Setz den linken Fuß zurück zur Matte. Richte den Oberkörper auf. Dreh deine linke Fußspitze um ungefähr 90 Grad und lass die Hüfte ein paar Mal vorsichtig auf und ab pulsieren. Lass dich nicht in diese Dehnung hineinfallen, sondern sinke langsam und kontrolliert nach unten. Lass dich noch zweimal langsam nach unten sinken. Halte deine Beine aktiv dabei. Sinke noch einmal nach unten. Komm wieder nach oben und setz die Hände vor dir ab. Streck dein linkes Bein lang zur Seite aus und pulsiere ein paar Mal vorsichtig mit deiner Hüfte auf und ab. Deine linke Fußsohle ist am Boden oder deine linke Fußinnenkante ist am Boden abgesetzt. Komm dann zur Ruhe. Justiere mit deinem Becken leicht vor und zurück, um die für dich beste Position zu finden, um deine Innenseite vom linken Oberschenkel zu dehnen.
Halte dein linkes Bein aktiv dabei. Komm langsam wieder nach oben. Setz den linken Fuß zum rechten. Und komm dann in einen Vierfüßlerstand. Zieh den Bauchnabel sanft nach innen. Und mit der nächsten Einatmung lass den rechten Arm über die Seite aufsteigen. Mit der Ausatmung fädel ihn unter deiner Brust hindurch. Lass die rechte Schulter Richtung Boden sinken. Deine rechte Wange Richtung Boden. Lass deine linke Hand entweder dort, wo sie ist, oder streck den linken Arm lang über den Kopf hinweg aus. Setz deine Fingerspitzen am Boden ab. Halte deine Hüfte nach vorne ausgerichtet. Zieh den Bauchnabel sanft nach innen. Die Handfläche deiner rechten Hand ist nach oben ausgerichtet. Finde hier eine angenehme Dehnung für deine Schultern, für deinen Rücken. Atme tief und voll ein und aus dabei. Setz die linke Hand dann wieder unter deine Schulter. Komm langsam wieder in den Vierfüßlerstand und mit der nächsten Einatmung lass den linken Arm über die Seite aufsteigen. Atme aus, fädel den linken Arm unter deiner Brust hindurch nach rechts. Deine linke Schulter sinkt zu Boden. Deine linke Wange sinkt zu Boden. Und wenn du möchtest, dann streck den rechten Arm über den Kopf hinweg nach vorne aus. Setz die Fingerspitzen deiner rechten Hand am Boden ab. Deine Wirbelsäule ist nach rechts gedreht. Deine Hüfte ist nach vorne ausgerichtet. Halte deine Körpermitte sanft aktiviert. Und atme tief und voll ein und aus. Zieh deine rechte Hand dann wieder unter deine rechte Schulter. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Setz deine Fußballen nach hinten auf, komm in eine Plank-Position. Beuge die Beine und schieb dich langsam in einen herabschauenden Hund. Wenn du möchtest, dann tritt ein paar Mal von einem Fuß auf den anderen. Komm langsam an in dieser Position. Lass die Fersen Richtung Boden sinken. Dann komm zur Ruhe. Drück deine Hände in den Boden. Deine Schultern streben weg von den Ohren. Deine Sitzbeinknochen ziehen nach oben. Schau, dass dein Rücken lang gestreckt ist. Wenn du möchtest, dann beuge gerne deine Beine etwas. Mit der nächsten Einatmung lass dein linkes Bein gestreckt aufsteigen. Atme aus, setz den linken Fuß zwischen den Händen ab und komm in einen Lunge. Die Hände links und rechts von deinem Fuß abgesetzt. Deine rechte Ferse zieht nach hinten. Dehne deinen rechten Hüftbeuger. Setz dein rechtes Knie dann am Boden ab. Schieb dein Becken langsam nach hinten, über dein rechtes Knie. Dein linkes Bein streckt sich. Flexe deine linke Fußspitze. Und lass den Oberkörper dann lang nach vorne sinken, über dein linkes Bein. In den Half Split. Schau, dass du eine möglichst großflächige Dehnung über die gesamte Rückseite von deinem linken Bein spürst. Beuge dann das linke Bein langsam wieder. Hebe das rechte Knie wieder. Setz den linken Fuß nach hinten und komm zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein, lass das rechte Bein gestreckt aufsteigen. Atme aus, zieh das rechte Bein unter dich. Und setz den rechten Fuß zwischen den Händen ab. Deine linke Ferse zieht nach hinten. Dehne deine linke Leiste. Lass das linke Knie Richtung Boden sinken. Schieb das Becken langsam zurück, strecke dein rechtes Bein und komm in den Half Split. Dein rechter Fuß ist geflext. Hab das Gefühl, die Beine ziehen am Boden aufeinander zu.
Leg den Oberkörper möglichst lang über dein rechtes Bein. Dein Bauchnabel zieht sanft nach innen. Atme tief und voll ein und aus. Schieb das Gewicht wieder nach vorne. Heb das linke Knie und tritt mit dem rechten Fuß nach hinten. Komm zurück in den herabschauenden Hund. Mit der nächsten Ausatmung heb deine Fersen und roll Wirbel für Wirbel nach vorne in die Plank-Position. Mit der Einatmung lass dein Becken ganz langsam nach unten sinken, drück deine Hände fest in den Boden. Wenn du möchtest, lass deine Knie Richtung Boden sinken. Komm in eine hängende Kobra. Dein unterer Rücken knickt nicht ab, sondern halte deinen Bauch die ganze Zeit aktiv. Die Schultern sinken nach unten. Und schieb dich wieder zurück in den herabschauenden Hund. Sehr gut. Lass die Knie langsam Richtung Matte sinken. Halte deine Fußballen aufgestellt. Und richte den Oberkörper langsam auf. Wir dehnen hier die Füße, die Zehen, die Achillessehne. Wenn diese Dehnung zu intensiv ist, dann lass deine Hände vor dir am Boden abgesetzt. Richte dich dann langsam auf zum Knien. Deine Fußballen bleiben aufgesetzt, deine Knie hüftbereit auseinander. Lass die Oberschenkel jetzt zueinander ziehen. Spann den Po an, zieh den Bauchnabel nach innen. Streck die Arme nach vorne aus und lass den Oberkörper ein Stück zurücksinken. Dann setz deine Hände nacheinander auf deinen Fersen ab. Zieh weiterhin Rippenbögen und Schambein aufeinander zu. Und jetzt von hier schieb dein Becken sanft nach vorne, spann deinen Oberkörper auf. Lass die Schulterblätter aufeinander zuziehen. Dein Po, dein Bauch und dein Rücken sind die ganze Zeit aktiv. In keinem Moment sollte dein unterer Rücken anfangen zu schmerzen. Dein Kopf ist in Verlängerung von deiner Wirbelsäule. Wenn du aus dieser Position heraus möchtest, dann komm wieder in eine Linie von den Knien bis zum Scheitel, streck die Arme nach vorne, zieh den Bauchnabel nach innen und richte dich auf. Lass das Becken dann sinken, öffne die Knie etwas und sinke nach unten in die Kindspose. Entspanne hier deine Arme, den Kopf, den Nacken und den Rücken. Lass hier für einen Moment alles los. Roll dich dann langsam nach oben zum Sitzen. Bring die Beine über die Seite vor dich und streck sie lang aus. Aktiviere deine Beine, flexe die Fußspitzen. Richte den Oberkörper auf, zieh den Bauchnabel nach innen, kippe jetzt langsam dein Becken nach vorne, dein Oberkörper bleibt lang, zieh den Bauchnabel währenddessen nach innen Richtung Wirbelsäule, klappe mit dem Oberkörper so weit wie möglich gestreckt nach vorne und dann entspanne den oberen Teil vom Rücken und sinke auch mit diesem Teil nach vorne. Halte deine Füße geflext. Wir wollen hier eine möglichst großflächige Dehnung von den Füßen, die gesamte Beinrückseite entlang, über den Rücken, nicht nur punktuell in den Kniekehlen. Richte dich dann langsam wieder auf. Zieh deine Füße zu dir heran, bring die Fußsohlen zueinander. Lass die Knie zur Seite zeigen, komm in den Schmetterling. Deine Hände um deine Füße gelegt, richte auch hier den Oberkörper erst auf und dann lass dich langsam nach vorne sinken. Deine Knie streben Richtung Boden, öffne deine Hüfte und lass den Atem ganz ruhig ein- und ausströmen. Richte den Oberkörper langsam wieder auf.
Dreh dich Richtung Bildschirm, setz dich bequem und aufrecht hin und dann lass deinen Kopf langsam nach rechts sinken. Dehne deinen Nacken. Wenn du möchtest, dann verstärke die Dehnung mit deiner linken Hand und beweg deinen Kopf etwas hin und her und schau, welche Dehnung jetzt für dich die angenehmste ist, was dein Nacken jetzt braucht. Richte dich langsam wieder auf und lass den Kopf nach links sinken. Wenn du möchtest, verstärke die Dehnung mit deiner rechten Hand und schau, was deinem Nacken hier gut tut. Richte den Oberkörper langsam wieder auf und schau, was du hier am Ende noch brauchst. Kreise die Schultern, kreise den Oberkörper. Schau, was dir noch gut tut. Und dann lass die Arme über die Seite aufsteigen. Lass sie langsam vors Herz sinken. Und wir sind hier am Ende angelangt. Vielen Dank, dass du mit mir auf der Matte warst. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Tschüss.